Turritopsis dornii, die unsterbliche Qualle. Über diese Qualle habe ich in der 49. Kalenderwoche eine ganze Menge gelernt. Anlass gab ein Gespräch, ein Digi-Health-Talk, den wir aufgenommen haben mit Dr. Patrick Kramer aus Hamburg. Der ist Futurist, Keynote-Speaker und Biohacker. Und aus diesem Biohacking-Bereich eben letztlich dem Bestreben, möglichst gesund alt zu werden, da kamen wir auf dieses Thema Altersforschung, aber auch Unsterblichkeitsforschung, was vielen von euch wahrscheinlich total absurd vorkommt. Aber so absurd ist das gar nicht, weil man eben doch inzwischen sogar bewirken konnte, dass bei Mäusen der Alterungsprozess nicht nur gestoppt wird, der wird teilweise sogar rückgebildet. Also ich sag mal, da sind viele, viele interessante Faktoren und ich glaube, das wird euch in dem Gespräch auch gefallen. Das Video wird in wenigen Wochen erscheinen. Das Zweite, was mich in dieser Woche besonders begeistert hat, ist ein Vortrag, den Dr. Dirk Heinrich gehalten hat. Dr. Heinrich ist der Vorsitzende des Spitzenverbandes der Fachärzte Deutschlands. Und da ging es darum, eben möglichst diese Sektorengrenzen zwischen ambulant und stationär, zwischen Niedergelassenen und Krankenhäusern abzubauen, abzuflachen. Und ich glaube, das ist essentiell für die Patienten, dass eben dort keine Informationsverluste kommen und, und. Und was für mich besonders interessant war, das war seine Ausführung zur Weiterbildungsordnung. Als ich Facharzt wurde, da war es eben so, dass man in der Regel die ganze Facharztzeit im Krankenhaus zugebracht hat. Und natürlich hat man bestimmte Vorgänge in Praxen überhaupt dabei gar nicht gelernt. Aber man hat auch verschiedene Krankheitsbilder gar nicht gesehen, mit denen man ja später dann, wenn man in die Praxis geht, viel zu tun hat. Und ich glaube, eine Ausgewogenheit für die Weiterbildung eben in Krankenhaus und in Praxis. Das ist wieder ein Schritt mehr zu dem, was wir eben Smart Hospital nennen. Eben, dass es nicht mehr durch Krankenhausmauern begrenzt ist, sondern eine Steuerungsplattform, wo die verschiedenen Stakeholder des Gesundheitswesens zusammenarbeiten und wo auch die Ausbildung, die Fort- und die Weiterbildung eben auf dieser Plattform quasi im Niedergelassenen und im Krankenhausbereich erfolgen kann. Euch allen, die vielleicht im Moment ein bisschen angeschlagen seid, alles, alles Gute, werdet schnell gesund. Allen anderen einen wirklich guten Start in die neue Woche. Nicht vergessen, Hashtag keine Lust auf schlechte Laune und Hashtag mehr Menschlichkeit. Alles Gute für euch und bis bald. Tschüss.